Liebe Zuseherinnen und Zuseher, ich darf Sie zum sechsten Teil unserer Reihe über die Sakramente begrüßen. Ich möchte heute über das Sakrament der Ehe sprechen. Das Symbol der Ehe ist wohl der goldene Trauungsring, den beide Ehepartner sich überreichen bei der Trauung. Der Ring ist natürlich rund. Er hat weder Anfang noch Ende, was ein altes Ewigkeitssymbol ist. Er besteht aus Gold und wir kennen alle das gute alte Sprichwort treu wie Gold. So beinhaltet der Ehering schon ein wenig das Symbol der Ehe, die auf ein Leben lang angelegt ist und auf der Treue basiert. Die Ehepartner versprechen sich vor Gottes Angesicht Treue. Sie wollen zueinander stehen in guten wie in schlechten Tagen, in Gesundheit und in Krankheit. Das ist ein hohes Ideal und wir wissen, dass hohe Ideale ein langes Leben brauchen, um sie auch tatsächlich zu erreichen, so wie aus der Verliebtheit echte wahre Liebe und Freundschaft werden kann und muss. Denn das trägt beide durch das Leben bis ans Ende. Das Erstaunliche ist, dass nicht der Priester das Sakrament der Ehe spendet, er assistiert dem Sakrament der Ehe. Spender sind die beiden Ehepartner, Mann und Frau, selber durch ihr Jawort, das sie sich vor dem Priester geben. Um eine kanonisch gültige Ehe zu schließen, sind natürlich das Brautpaar, der Priester und zwei Trauzeugen notwendig. Viele Menschen werden vielleicht abgeschreckt, weil sie meinen, sie müssten ein Riesenspektakel um ihre kirchliche Hochzeit machen. Aber das Wesentliche ist und bleibt dieses Jawort vor dem Priester und zwei Zeugen. Die Gnade des Ehesakramentes besteht darin, dass Mann und Frau in ihrer Liebe geheiligt werden. Die Liebe, die sich in ihren Kindern niederschlägt, die sie an ihre Kinder weitergeben. Dass sie gewissermaßen ein Hausheiligtum bilden, in dem miteinander gebetet und auch miteinander gearbeitet wird, einander geliebt wird, einander Freud und Leid miteinander geteilt wird. Ich kann alle nur ermutigen, dieses Sakrament auch zu empfangen. Denn es führt uns aufgrund unserer Taufe durch die Gnade, die es uns verleiht, zu Gott hin. Letztlich werden diejenigen, die das Sakrament der Ehe sich spenden, durch dieses Sakrament geheiligt. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Bleiben Sie gesund.